Hallo zusammen und willkommen zurück an meinem Schreibtisch. Und ja, wir kommen mal wieder zu einer neuen Wochendeko. Das hatten wir ja schon öfter in letzter Zeit. Und ja, wir haben ja jetzt ganz viel zur Deko Together gemacht. Und ja, ich habe aber festgestellt, dass hier trotzdem noch ein paar Wochen drin sind, die ich nicht dekoriert habe. Und habe gedacht, ich nehme das jetzt mal zum Anlass, euch noch ein Video zu drehen. Und wir holen heute die KW21 nach. Und ja, wie ihr seht, habe ich hier schon fleißig rumgeklickst auf der Rückseite. Die Wochendeko ist auch noch nicht fertig, wie unschwer zu erkennen. Und jetzt muss ich hier irgendwie ein bisschen improvisieren. Ja, und ich habe gedacht, das machen wir jetzt einfach mal zusammen. Vielleicht mal, bin ich im Bild ganz gut? Ja, ne? Passt. Perfekt. Ja, das war die letzte Maiwoche und ich habe überlegt, ob ich ja mal mein Fliedertape hier nehmen kann. Das wäre ganz cool. Ich habe, glaube ich, auch noch ein paar ausgeschnittene Sachen irgendwo. Mal gucken. Ja, und hier halt so ein paar Tapes, die dazu passen könnten. Und dann will ich auf jeden Fall jetzt endlich mal dieses von Melle Tape benutzen mit diesen coolen Faltern, weil die auch so die Farbe ein bisschen aufgreifen. Und ja, dann habe ich mir hier noch ein paar Pionmädels und Biber-Sticker. Gedacht, damit kann man das hier vielleicht so ein bisschen kaschieren. Weiß ich noch nicht. So müsste man das vielleicht eher machen. Ja, das ist doch schon mal, ist doch schon mal ein Ansatzpunkt, oder? Ja, keine Ahnung. Ich habe dann hier noch so ein Stempel mit so einem Haus. Davon gibt es noch zwei. Könnte ich vielleicht auch noch nehmen. Ja, mal gucken. Es ist wie immer ein Abenteuer. Wir legen einfach mal los. Erstmal gucke ich jetzt mal, ob ich hier noch die richtigen Sticker drin habe. Was brauchen wir denn? Mai, Februar, März, April, Mai. Ja, das sieht gut aus. ja, ich weiß wie immer gar nicht so richtig, wie ich anfangen will und soll. Vielleicht wie immer mit einem Washi-Tape, was ich mal hier unten hinkleben kann. Dann kann ich vielleicht schon anfangen, da das irgendwie zu überdecken. Das hier ist ein Tape, keine Ahnung wovon. Habe ich, glaube ich, mal bei Paper Imuru in Finnland bestellt. Ich glaube mal zusammen mit irgendeinem Bonichi-Cover oder so. ja, aber fragt mich nicht. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. So, also mir hat das hier jetzt eigentlich schon ganz gut gefallen, weil ich diese Kleckse da oben, obwohl ich könnte das natürlich auch so machen. Man weiß es nicht. Das wird hier wieder was, Leute. Ich weiß es. Ich sehe es kommen. Klebt das jetzt einfach mal auch auf die andere Seite. Ich glaube, das ist ein Sunny Sunday Tape oder so. Aber ganz sicher bin ich mir nicht. Sunny Sunday oder wie? Wie heißt denn das andere? Ja. Weiß ich nicht. Jemmel Garden? Vielleicht das? Ja. Vielleicht weiß es jemand, vielleicht auch nicht. Es hat auf jeden Fall so einen dunklen Rosaton und Rosa ist ja eigentlich so gar nicht meins. Aber dadurch, dass das so dunkel ist, finde ich das eigentlich voll okay. Es fühlt sich irgendwie ein bisschen anders an, so irgendwie so ein bisschen rau. Keine Ahnung. Irgendwie, weiß nicht, ob ich einen Splitter im Finger habe. Es fühlt sich ein bisschen merkwürdig an. Naja, egal. So. Ja, ich hoffe, das mit dem Licht klappt noch. Obwohl es Sommer ist, ist es bei mir jetzt schon einigermaßen dunkel. Aber es war heute auch eher bewölkt. Und die Sonne verdrückt sich jetzt schon so langsam. Deswegen müssen wir mal gucken,
Aber ich glaube, ich kann ja mal gerade hier schielen, aber ich glaube, das geht noch. Ich könnte zumindest noch was erkennen. Ich habe gedacht, so lila, blau, rosa, das ist ja eigentlich alles so eine Farbfamilie. Sagt man das? Ich habe doch keine Ahnung. Ich habe von Kunst keine Ahnung. Ich glaube, das hier ist mir, das ist ein Roundtop-Tape. Ich glaube, das ist mir ein bisschen zu bunt. Was haben wir denn hier noch? An der Farbe eigentlich nicht mehr so viel, weil das ist gar nicht so meine Farbe. Auf der anderen Seite vielleicht. Nee, das geht gar nicht. Das hier? Nee, das geht auch gar nicht. Ja, gut. Dann nicht. Dann muss ich mir mit dem behelfen, was ich habe. Dann nehme ich jetzt einfach noch mal das. Ja, ansonsten kann ich euch auch gar nicht so viel Neues berichten, außer dass ich diese Hitze nicht mag. Bin ja echt gar kein Hitzemensch. Also bin dann auch echt, ich mache dann den ganzen Tag nichts. Also ich kann das auch nicht genießen, weil mir ist einfach die ganze Zeit zu warm. Ja, da kann ich jetzt auch leider nichts dran schön diskutieren. So, ich überlege jetzt gerade, ob ich von dem Flieder noch was Ausgeschnittenes habe. Hier haben wir Tulpen. Oh, das wird natürlich auch gut passen. Vielleicht habe ich keinen Flieder mehr. Ich dachte, ich hätte noch welchen. Vielleicht nicht. Naja, so könnt ihr jetzt hier nochmal was von den ganzen Stickern sehen. Ich glaube. Mir war doch so. Ja gut, okay. Kein Flieder mehr. Dann wird es jetzt Zeit, hier diese Rolle anzubrechen. Mich wundert das. Ich dachte, ich hätte noch eine angebrochene. Oh. Weiß ich auch nicht. Es ist Abend, es ist Verwirrung. Also es ist echt ja, eins der allerschönsten Loy-Design-Tapes. Muss ich wirklich sagen. So, ich schneide jetzt hier einfach mal aus. So hier drumrum. Und dann gib ihm, würde ich sagen. Ja, genau. Also, hoch. Jetzt ist es mir runtergefallen. Also wer das nicht kennen sollte, das hat dann hier noch so Blätter in verschiedenen Farben. Und hier dann wieder den Flieder. Und ja, das ist echt mit das genialste Tape, finde ich, was die haben. Genauso wie die Narzissen. Also es sind echt meine beiden absoluten Lieblingstapes. So, jetzt muss ich hier aber mal gucken, dass ich hier irgendwie diese Farbflecken überklebt bekomme. Erstmal kommt jetzt hier noch was Blaues dazu. Zack. Das mache ich hier vielleicht nochmal. So. Genau. Ja. Ich habe noch so ein, zwei Bestellungen offen, auf die ich warte. Wie immer. Ich habe aber mir diesen Monat, also im Juni, mir aber auch tatsächlich ja, ein paar Klamotten bestellt. weil ja, irgendwie hatte das Daniela von Danamas World neulich gesagt. Es war irgendwie Zeit für was Neues. Und ich war neulich vor ein paar Monaten auf
der Suche nach neuen Hosen, weil irgendwie hatten sich jetzt alle meine Hosen, vorwiegend Jeans, irgendwie zerlegt, aufgelöst, sind nicht mehr tragbar, schon gar nicht ins Büro. Und ich gehe nicht so aufgetakelt ins Büro, aber halt so ein bisschen schicker, so ein bisschen feiner angezogen einfach. Jetzt halt irgendwie so Jeans, T-Shirt und Blazer oder sowas. Also ein bisschen sportlich schick, oder wie sagt man das? genau, und ja, die Hosen hatten es dann irgendwie hinter sich. Und ich habe mir mehrfach welche bestellt. Ich war auch in einer Stadt und habe da was anprobiert, live und in Farbe. Aber irgendwie weiß ich nicht, ob die den Schnitt geändert haben. Und dann hätte ich irgendwie zwei Größen größer als sonst kaufen müssen. Aber das saß dann halt an manchen Stellen gut und an manchen nicht. Ich will jetzt keine Details nennen. Aber irgendwie war ich einfach nur richtig genervt und habe dann aufgegeben. Und ja, was soll ich sagen? Und dann war ich neulich hier bei uns im Supermarkt. Die haben, ja, hier ist auch so ein kleiner Klamottenladen vorne drin. Und die hatten tatsächlich so, ja, wie so eine Stoffhose. Ich weiß gar nicht, wie die heißen. Die haben aber irgendwie einen Gummizug und so einen Bindegürtel, keine Ahnung. Da gibt es bestimmt irgendeinen fancy modischen Ausdruck für. Aber ich kenne den leider nicht. ja, und jedenfalls habe ich dann davon mal eine anprobiert. Die hat mir mega gut gepasst. Und die war auch mega bequem. Also das fand ich richtig gut. Und ja, dann habe ich gedacht, okay, die ist es. Und wollte dann davon gerne mehrere kaufen. Aber natürlich gab es meine Größe nur noch einmal. Und ja, auch nur eine Farbe. Also ich wollte die dann halt auch gerne in verschiedenen Farben. Und ja, ich habe tatsächlich wieder das halbe Internet durchgesucht. Aber ja, sie war tatsächlich nur noch beim großen bösen A verfügbar. Also habe ich mir dann da noch ein paar Hosen bestellt. Ja, und auch so ist dann irgendwie nochmal das ein oder andere in meinen Warenkorb gewandert. Und ja, deswegen, also so viel Stationary-Bestellung habe ich nicht mehr offen. Bei Happy Vintage Craft dann noch, ich glaube, zwei Pre-Order-Sachen. Weil das eine jetzt auch schon echt lang her ist. Also vielleicht muss ich der lieben Birgit mal schreiben, wie weit das ist. So, jetzt gucken wir nämlich, wenn ich sie hier rüberklebe, so, dann sieht man diesen anderen Fleck auch schon nicht mehr. Ich glaube, ich klebe das jetzt einfach mal schon fest, bevor ich mir das gleich wieder alles anders überlege. Und ich dann hier wieder gar nicht zurande komme mit meinem ganzen Kram. Ja. So. Möglichst gerade. Zack. Wunderbar. Dafür sind die Frau Bieber-Sticker ja wirklich auch echt perfekt. Ne? Jo, so, ansonsten. Ja, ich hoffe, dass es euch. Hey, was macht ihr denn da unten? Ja, ich hoffe, dass es euch allen gut geht und dass ihr das Gerumpel jetzt nicht so arg hört. Und wenn doch, das ist. Okay, ich krieg den Sticker nicht mehr ab. Er ist jetzt schief, aber was soll's. dass es euch allen gut geht. Dass ihr nicht so sehr unter der Hitze leidet wie ich. Das wäre ganz gut. Oh ja, das gefällt mir schon sehr gut. Wobei sich das jetzt fast mit dem pinken Tape so ein bisschen beißt. Was habe ich denn hier noch? Vielleicht das? Das könnte hier unten noch hin. Jo, wieso nicht? Ja, mal gucken. Ich habe ja schon gelesen in diversen Wetterprognosen, dass dieser Sommer besonders heiß werden soll. Yippie-yay. Ich hoffe, dass das nicht so eintritt. Muss das echt nicht haben. Aber ja, gucken wir mal.
Durch müssen wir da alle, befürchte ich. Well, ja. Jo, ihr Lieben, ich bin gerade echt so ein bisschen aufgeschmissen, was ich jetzt hier euch erzählen soll. Wenn ihr das seht, geht es stark auf meine Prüfungen zu. Und ja, ich muss mal gucken, wie das jetzt so den Sommer überläuft. Ich habe gerade so ein kleines Motivationsloch, muss ich sagen. Okay, das nimmt noch auf. Sehr gut. Das hier könnte man doch hier auch gut hinkleben. So. Ich merke schon, ich werde den Flieger wahrscheinlich gleich gar nicht benutzen. Sondern hier mich eher. Ich finde diese Falter so toll. Die sind so schön. Ja, deswegen nutze ich die jetzt mal. Das Tape ist irgendwie auch so special dünn irgendwie. Ist schon ziemlich cool. Ich muss echt sagen, also diese von Melle Sachen bin ich eigentlich kein Freund von. Also von ihren Mädels. Das, ja, irgendwie spricht mich das überhaupt nicht an. Ich meine, ist gar nicht böse, aber irgendwie, ja, ist halt einfach nicht meins, ne? Geschmäcker sind ja verschieden und das ist auch gut so. Aber diese Falter, die habe ich gesehen und musste sie haben. Also die sind schon echt einfach mega genial. Und ich habe auch meine anderen Schmetterlingstapes jetzt bisher noch gar nicht angerührt. Mal gucken. Ja, und auch ansonsten, ich habe neulich schon wieder stark geliebäugelt mit entweder einer Bestellung bei Paper Test Design oder Sterling Ink. Dabei bin ich ja eigentlich ganz zufrieden in meinem Take a Note, aber irgendwie, ich weiß auch nicht, eigentlich habe ich ja nicht so Planer Struggle. Aber dieses Jahr irgendwie schon. So, das war meine. Ja. Vielleicht sieht das ganz cool aus. So, aber diese dicke Motte hier möchte ich auch noch nehmen und den kleinen Falter. So. Ja. Ich wusste tatsächlich gar nicht, um wieder auf den Flieger zurückzukommen. Vielleicht hat der ein oder andere von euch auch das Video von Daniela Sahneklecks mit ihrer Flieder-Deko gesehen. Da hat sie erzählt, dass Flieder eigentlich gar keine heimische Art hier ist und die Insekten da auch gar nicht so beigehen. Also ich wusste das tatsächlich überhaupt nicht. Ich war ein bisschen schockiert, als ich das gehört habe. Ich habe dann hinterher auch mal ein bisschen gegoogelt und ja, fand es schon ein bisschen krass, weil auf diesen ganzen Naturschutzseiten hier NABU und wie sie alle heißen, wurde tatsächlich ja, sozusagen davor gewarnt, die anzupflanzen, weil die halt die heimischen Arten verdrängen und für die Insekten keinen Nutzen haben und dass man die doch bitte nicht anpflanzen soll. Und ja, das war für mich echt eine neue Erkenntnis, muss ich sagen. Ja, das wusste ich nicht. War mir auch, also wäre ich jetzt überhaupt nicht drauf gekommen, weil ich finde Flieder halt auch total toll und total schön und riecht so gut und sieht schön aus. Und dann diese alten, knorrigen Stämme da teilweise dazu. Das finde ich schon echt mega genial. Von daher bin ich ja so ein bisschen traurig, dass ja, man den tatsächlich nicht so anpflanzen soll. Schon schade. Sollte ich irgendwann mal einen Garten haben, hätte ich mir eigentlich Flieder ganz gut darin vorstellen können, aber ja, jetzt dann wohl nicht mehr. So. Jetzt habe ich das ja auch gleich ausgeschnitten. Vielleicht nehme ich von dem lilanen Flieder was. Ja, das Problem ist jetzt, vielleicht kann ich den hier so drauf machen. So, ihn dann hier so. Das ist doch vielleicht gar nicht so schlecht, oder? Also ich glaube, der rosane ist ein bisschen knallig. Aber hier dieser hier wird ganz gut passen. Seht ihr das, dass der so ein bisschen so eine andere Farbe hat? Also ich glaube, das könnte noch gehen. Deswegen nehme ich den jetzt einfach mal. Huch. So. Also
das ist echt dieses Loy Tape, das ist so schön. Dabei ist das auch schon 2 Jahre, glaube ich, mindestens alt. Also es ist jetzt nicht irgendwie neu und special oder so. Ich verteile das jetzt hier einfach mal so, wie ich denke. Ich weiß noch nicht, was ich jetzt hier mache, weil ich mag hier eigentlich nichts mitten reinkleben. Zumal ja das hier schon so voll ist. Ja, weiß ich auch nicht. Aber ich, ach so, ich habe ja die Häuserstempel hier auch noch. Vielleicht nehme ich das dann gleich noch irgendwie. Ich glaube, ich habe den auch noch im Querformat. Vielleicht kann ich den einfach da drauf hauen. So. Ach so, ja, bei London Gifties habe ich übrigens auch schon wieder bestellt. Allerdings mit jemand anderen zusammen und nur 2 Rollen. Und ich habe tatsächlich jetzt die Woche hier auch noch was aussortiert und ein paar Rollen abgegeben. Von daher ist das doch vielleicht nicht so schlimm, oder? So, guck mal, das kann dann so. Ja, ich glaube, das finde ich gar nicht so verkehrt. Und dann könnte ich diesen, wie habe ich das denn gemacht? Diesen Stempel hier hin. Hier so hin. Und den anderen. Gehe dann einfach drüber. Joa. Vielleicht mache ich das einfach. Wo sind? Hier sind meine Datumsticker. 24, 23. Und dann sieht man das Gekleckse ja vielleicht fast gar nicht mehr. Kriegt das nicht ab. Schlecht. So. So. Jetzt kann ich hier den hier drüber kleben. Ach, ich glaube, das war die Geschichte, die ging so schlecht ab, weil das so dünn ist. Ja. Dann mache ich die einfach gleich ab. Dann stempel ich jetzt hier erstmal. Ne, erstmal kann ich das hier noch aufkleben. Das müsste doch abgehen. Ja, das geht ab. Und dann kann ich den Rest gleich irgendwie abknibbeln, wenn ich beschrifte. Dann muss ich euch damit jetzt nicht langweilen. Hier stundenlang an so einem Dings darum knibbeln. Aber den Rest klebe ich schon mal auf. Ja, ich glaube, das finde ich dann gar nicht so schlecht. Ist von den Farben her so ein bisschen, naja, huch. Passt dann so mäßig gut zusammen, aber so, dann hat sie die Blüte so auf dem Kopf. Ist auch irgendwie doof, ne? Was war denn am 26.? Ach egal, ich klebe die jetzt hier hin. So, Stempelkissen. Hätte ich mir das nicht auch schon irgendwo hingelegt? Ist wahrscheinlich irgendwo verbuddelt. Ja, ach hier. Okay. Nochmal Glück gehabt. So, mal hier. Jetzt habe ich mich schon vollgesaut. Das hat ja wieder gut geklappt. Ein perfekter Stempelabdruck. So kriege ich das hier vielleicht abgefriemelt. Ja. Es ist echt hauchdünn. Also es ist natürlich super, weil die da nicht so fett sind. So, kriegen die jetzt hier auch noch mal eine Chance? Ich möchte halt auch nicht, dass das zu. Ja, es ist halt. Ich,
ist dann so mäßig spannend, wenn ich hier sitze und irgendwie versuche, die Sticker abzufriemeln. Ich glaube, also das hier geht auch nicht. Hatte ich eben tatsächlich Glück. Egal, dann nehme ich jetzt erstmal hier meine völlig neuen und benutzten Stempel, die ja auch schon ewig rumliegen. Davon hatte ich dann ja auch die Hälfte aussortiert aus diesem Set. Weil wird nicht benutzt. Aber mega, das sieht cool aus. Es fehlt eigentlich hier dann noch irgendwas. Oh, die Stempel sind echt mega filigran, ne? Das ist echt krass. Also, Miau Illustrations, falls jemand sich fragt. Alles wie immer selbst gekauft. Leider. Kein Sponsoring. Vielleicht hätte ich das auch in einem dunklen Lila oder so machen können. Naja, egal. Mega hübsch. Echt richtig schön. So, die kann ich jetzt hier mal an die Seite räumen. Zu den anderen zu reinigenden Stempeln. Jetzt überlege ich nur echt, was ich hiermit mache. Das stört mich so ein bisschen. Vielleicht nehme ich das hier doch wieder runter und klebe das davor. Ich glaube, das finde ich besser. Ja. Ja, ich glaube, das ist ganz gut. Ja, es ist schon echt ein bisschen dunkel. Bringt das was, wenn ich Licht anmache? So ein bisschen, ne? Okay, ihr Lieben, ich verabschiede mich jetzt einmal kurz zum Beschriften und dann sehen wir uns gleich im Anschluss nochmal. So, ihr Lieben, ich habe fertig beschriftet und ja, ich finde, es sieht schon ganz gut aus. Ich habe jetzt aber doch überlegt, hier noch so ein bisschen was von dem Flieder zu verkleben, um hier so, ja, hier sind noch so ein paar Lücken. Die sollen noch weg. ja, von daher schneide ich jetzt hier nochmal so zwei, drei Dingsies aus, aber dann soll es das auch gewesen sein. Genau, dann habe ich hier wieder eine Wochendeko nachgeholt. Und ich hoffe, dass ich die anderen jetzt auch noch nachgeholt bekomme. Also ich mag das irgendwie nicht, wenn das halt so halb gefüllt ist. Ja, irgendwie gefällt mir jetzt aber nicht, glaube ich, wenn ich hier nochmal hier noch so einen hinklebe. Vielleicht mache ich hier so einen Zweig hin. Ja, ich glaube, das ist besser. Sonst sieht das schon wieder so symmetrisch aus und weiß ich auch nicht. Ach, ich habe da ja so ein bisschen eine Macke, ne? So. Kriege ich das denn hier noch hin? Muss ich vielleicht den Stängel abschneiden? Was hat das Mädel, die im Kopf? Zack, wunderbar. Prima. Ja, ihr Lieben, ich denke, ich lasse das jetzt so. Und hier ist irgendwie noch Platz. Aber was kann da noch hin? Das weiß ich auch nicht. Habe ich hier nicht noch vielleicht so ein kleines Stempelchen, was da noch hinpassen würde? Was ist denn das hier?
Könnt ihr nicht sehen, aber hier steht Life is a collection of moments. Aber ich glaube, das ist zu groß. Ja, das ist zu eckig. Ich brauche irgendwas Flaches. Was ist mit dem hier? Remember why you started? Passt auch nicht, ne? Dann nehmen wir hier einfach... Guck mal. Wir nehmen einfach Love. All you need is love. das passt doch eigentlich immer. Jetzt ist schon wieder... Hier ist mein Stempelkissen. So. Guck mal. Zack. Perfekt. Schon ist die Lücke gefüllt. Was ich jetzt gerade gedacht habe, ich kann hier jetzt nochmal das Tape hinkleben. Okay, so viel zu, ich bin fertig. So. Vielleicht passt das hier oben auch nochmal her. Das ist diese Classic-Reihe, wer das nicht kennen sollte. Ich denke, die meisten müssten das eigentlich kennen, aber... So. Okay, jetzt ist das hier natürlich fast gleich. Ach, egal. Das ist jetzt wie so ein Rahmen für den Stempel. So, hier liegt noch ein Schnipsel drauf rum. Jo, ihr Lieben, ich glaube, ich lasse das jetzt so. Ich finde, es ist ganz cool geworden und es wird jetzt hier auch gleich so dunkel, um zu filmen. Von daher bleibt es jetzt so und ja. Ich hoffe, ihr hattet wie immer ein bisschen Spaß beim Zusehen und ja, wenn ihr mögt, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao.